Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Auch als IPEPA, regional-magazin.at. Exotischer Genuss im Ochs, in der Plus-City sowie im Herzen von Linz. Die exklusive Sushi-Bar mit asiatischem Flair. Lassen Sie sich von unseren Sushi-Meistern verwöhnen. Die Sushi-Bar im Ochs, in der Plus-City und im Herberstein Linz. Er ist mit Sicherheit eines der größten Motorsporttalente, das da in Österreich derzeit heranreift. Nach sehr erfolgreichen Jahren in der Kartszene, dann im letzten Jahr Rookie des Jahres in der stark besetzten englischen Formel-Ford-Serie und seit Jahresbeginn in der Formel 4 sehr schnell unterwegs. Der Hausruckviertler Nico Gruber klettert die Motorsport-Erfolgsleiter sehr zielstrebig nach oben. In der Plus-City Pasching steht der sehr schnelle junge Mann im Rahmen einer Pressekonferenz den vielen anwesenden Journalisten Rede und Antwort in Sachen Formel 4 und anderen. Ja, die Formel 4 ist international mir angesehen, ist ganz klar. Dann eben da in der Formel 4 haben wir Slicks-Reifen, in der Formel 4 die Profilreifen, dann da irrsinnige Aerodynamik dabei schon. Formel 4 war alles nur ohne Aerodynamik, war eigentlich ein Kugel auf Rall im Prinzip. Und nein, ist extrem schnell alles, dann viel moderner, sehr professionell. Meine Formel 4 war auch professionell, aber das ist dann trotzdem wieder ein weiter Schritt nach oben. Taugt mir extrem. Die Umstellung ist mir eigentlich auch leichter gefallen, wie ich gedacht habe. Ist trotzdem eine Riesenumstellung und war extrem cool trotzdem, ja. Ist der klassische Schritt. Das heißt, die 16-jährigen Burschen, die heute Kart fahren und dann halt ins Auto wollen, die gehen klassisch über die Formel 4. Formel 4 ist natürlich nicht mehr das, was die Formel 4 früher war oder auch letztes Jahr war. Das ist schon Hightech pur, es ist Schalten am Lenkrad, es ist Linksbremsen, es ist nicht mehr Kuppeln. Das sind viele Faktoren. Mit Renningenieuren zusammenarbeiten, richtige Ingenieure, die du so nicht gehabt hast. Es ist schon ein großer Schritt, ganz klar, aber es ist einfach, der Motorsport hat sich dahin entwickelt. Auch in den nächsthöheren Klassen wird das gefordert und was er da lernt. Und daher ist jetzt einfach schauen, da so viel wie möglich mitzunehmen, um einfach dann später einfach den nächsten Schritt wagen zu können oder zu dürfen. Betreut wird Gruber in der Formel 4 von einem Team, bei dem schon Weltmeister ihre Motorsport-Lehrjahre absolvierten. 98 gegründet, im Prinzip ja, zum Zweck, dass der Junior, der Stefan Mücke, im eigenen Team diesen Weg, den wir jetzt im Anschluss dann mit mehreren jungen Fahrern gegangen sind, bestreiten kann. Wir haben dann im Prinzip 2002 Meisterschaften gewonnen. Leute wie ja, einen, Götz Maximilian haben als erste Meisterschaften gewonnen. 2004 sind wir mit dem Sebastian Vettel angetreten. Auch der hat hier bei uns die ersten Schritte, die, wie sagt man, Fahrschule genommen bei Mücke Motorsport. 2005 Sebastian Buemi, auch erfolgreich bis in die Formel 1. Es sind Größen wie ja, einen Markus Winkelhock bei uns gefahren oder einen Robert Kubica. Pascal Wehrlein oder ein Sergio Perez immer, fährt auch in der Formel 1. Das heißt also, wir bieten eine solide Grundschule, wie sagt man, eine Grundausbildung an und die Jungs schauen, dass sie möglichst weit in ihrer Karriere nach vorne kommen. Nach vorne kommen will auch Nico Gruber. Und dazu braucht man ja bekannterweise nicht nur im Motorsport Freunde, Gönner und Partner. Danke an die Sponsoren, das ist ganz klar. Ohne die geht es überhaupt nicht, da können wir tun, was wir wollen. Ja, was braucht man? Es ist jetzt relativ. Das heißt, wenn du heute, sage ich mal, in Deutschland die 7 Rennen, 7 Veranstaltungen fährst, das sind eigentlich 21 Rennen, 7 Veranstaltungen, dann kannst du mal kalkulieren bei den Teams zwischen 180.000 und 220.000 Euro. Mit denen ist es aber nicht abgetan, da musst du trainieren. Also ein Trainingstag oder ein Doppeltag, was wir aber machen, kann man rechnen mit den Reifen so zwischen 12.000 und 15.000 Euro für 2 Tage. Na, wenn man dann 10 so Doppeltage macht, kann man sich sehr hochrechnen. Also grundsätzlich ist so, unter 300 macht es keinen Sinn. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben leider das Budget in dieser Summe noch nicht zusammen. Aber wir kämpfen, wir haben noch eine lange Saison und zitzelweise kommen wieder neue Firmen dazu, denen das taugt. Und das ist unsere große Hoffnung, dass wir trotzdem dann alles zusammenbringen. Ich kenne die Gruppe mittlerweile sehr lange, weil wir fast Nachbarn waren, jahrelange. Und somit sind wir eigentlich seit Anfang Kartsport immer schon dabei gewesen, mit ein bisschen Unterstützung von meiner Firma.
Das geht natürlich durch die Bekanntschaft mit den Vätern vom Nico, mit Sascha. Habe ich schon jahrelange, verbindet uns eine jahrelange Bekanntschaft. Und da ist man natürlich gerne bereit, im Rahmen des Möglichen dahingehend auch ihn zu unterstützen. Na, es ist ganz wichtig, dass wir eben junge Talente, die durchaus auch das Potenzial haben, dass sie einmal ganz nach oben kommen, in junge Jahre unterstützt. Die Karriere bisher in Ordnung von Nico? Naja, sicher. Er hat im Kartsport schon bewiesen, dass er wirklich ganz vorne dabei sein kann. Und jetzt muss er sich halt in der Formel 4 behaupten und dann ist, glaube ich, ein Schritt nach ganz oben drinnen. Ja, ich glaube, das sind mehrere Punkte. Ein Punkt ist, dass man halt selber auch ein motorsportbegeisterter Kerl ist, sage ich jetzt einmal. Und das Zweite natürlich, dass es als großes Unternehmen, wie wir mittlerweile sind, wir eine gewisse Aufgabe haben, junge Talente zu unterstützen. Das war beim Nico von der Kartzeit schon, glaube ich, abzusehen. Und darum freut es uns, dass er so einen super Weg macht und vorwärts schreitet. Tatsache ist, dass wir eigentlich Nachbarn sind. Und wir kennen die Familie sehr gut. Meine Kinder gehen miteinander in die Schule, mein Jüngster. Und da will ich einfach unterstützen. Und mich fasziniert auch die Einstellung von Nico in dem Alter, diese Professionalität und der Wille, den er hat. Und das muss man unterstützen, ganz einfach. Aber nicht nur Willen, sondern auch Organisationstalent braucht der junge Hausruckviertler. Denn neben seiner Rennfahrerkarriere drückt Nico auch noch die Schulbank. Es ist schwierig für ihn. Also natürlich auch, er muss aber donnerstags weg. Heuer ist wieder so, dass er donnerstags, freitags die wichtigen Fächer hat oder Schularbeiten hat. Dann muss er es nachholen oder vorverlegen. Er bemüht sich eh sehr. Natürlich, man merkt es dort und da schon an den Noten wieder. Aber es ist ein Fünfer noch nicht dabei. Keine Fünfer, sondern eher Zweier und Dreier sammelt der Team-Mücke-Pilot derzeit bei seinen Rennen. Das Debüt in der Formel 4 bilanziert er so. War extrem schwierig. Ich meine, wie gesagt, das erste Rennwochenende, aber ist ganz ehrlich, das Glück war einfach nicht auf unserer Seite bei dem Wochenende. Es haben viele Faktoren zusammengespielt, natürlich bei mir auch fahrerisch. Ich habe auch genauso Fehler gemacht, was eigentlich nicht, was man nicht machen darf bei so einer hart umkämpften Serie. Aus Fehlern lernt man und ich versuche, dass ich einfach das, was ich da gesehen habe, dass ich aus dem lerne und wirklich das verbessere beim nächsten Rennen, dass wir das dann in Platzierungen umwandeln können. Das nächste Rennen ist für Nico ein ganz besonderes. Denn vom 7. bis 9. Juni 2019 stehen drei Rennen der Formel 4 am Red Bull Ring im steirischen Zeltweg am Programm. Das erste Mal am Red Bull Ring, zum ersten Mal wirklich ein Heimrennen in so einer hochkarätigen Serie. Ich freue mich schon irrsinnig und ja, ich freue mich für alle Leute, die kommen. Ich werde mein Bestes geben, dass ich da in Österreich gescheit aufzahlen kann, als Österreicher. Viel Motivation für dieses Vorhaben kommt vom Teammanager und auch von einem großen Unterstützer des Ausnahmetalents. Er macht nicht viel kaputt, beziehungsweise hat keine unüberlegten Manöver dabei, wo man sagt, um Gottes Willen, ja, jetzt ist das Auto kaputt, er kann das Rennen nicht beenden. Auf der anderen Seite, was ich schon sagte, ist die Konkurrenz sehr stark. Jeder fährt in jede kleinste Lücke hinein und da müssen wir halt noch so ein bisschen energischer werden, ja. Ja, ich glaube, die große Stärke, wie bei allen erfolgreichen Sportlern, ist einfach seine Zielstrebigkeit. Das heißt, er hat ein klares Ziel vor Augen und das verfolgt er. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum er erfolgreich ist. Erfolgreich? Bis in welche Klasse kann es bei ihm gehen? Ja, da bin ich jetzt vielleicht nicht der profunde Spezialist, der das sagen kann. Man hofft natürlich, dass es möglichst weit nach oben geht. Ja. Und ich glaube, grundsätzlich ist alles möglich. Wenn die Unterstützung dementsprechend ist, ein paar größere Firmen auch noch aufsteigen, ja, dann ist sicher alles möglich und er kann vielleicht einmal in einem Nissan in der Formel E oder in einem Renault in der Formel 1 sitzen. Vorerst sitzt Nico Gruber aber noch in einem Formel 4, mit dem er vom 7. bis 9. Juni bei seinem Heimrennen am Red Bull Ring seinen Freunden, Gönnen, Partnern und allen anderen österreichischen Motorsportfreunden zeigen will. Und wohl auch wird, welch rot-weiß-roter Rohdiamant da seine schnellen Runden dreht.